Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Stellaris. Ja, das Ork Imperium hat Frieden, wir haben keine Events merkwürdigerweise, keine Unruhe oder irgendwas. Das Einzige, was wir machen müssen, ist ein bisschen unsere Mineraliumproduktion auf Vordermann zu bringen, besonders für unseren Sektor. Ich habe keine Ahnung, was sie da tun, aber es sieht nicht gut aus. Ja, da müssen wir, wie gesagt, mal schauen, dass wir das irgendwie gerichtet bekommen. Und deswegen werden wir jetzt einfach ganz viele Planeten kolonisieren. Ich hoffe, ich habe schon... Ja, auf Okul lasse ich Kolonieschiffe bauen. Und Okul Secundus bin ich gerade dabei zu kolonisieren. Ja, dann werden wir jetzt einfach ganz viele Planeten irgendwie kolonisieren und unsere machen. Haben wir schon Kolonieschiffe losgeschickt? Ich hoffe. Schon Schiffe, Kolonieschiffe, ja. Drei haben wir schon losgeschickt. In Okul befindet sich eins, das sich langweilt. Echt? Ach, sag nicht, das kann hier nicht andocken. Weil der Raumhafen einfach voll ist. Weil da schon ganz viele Konstruktionsschiffe und sowas rumgurken. Da werden wir gleich mal rausfinden. Ansonsten, wir können demnächst, glaube ich, wieder Krieg führen, ne? Können wir schon Krieg führen? Ich hau noch mal kurz auf. Pause. Ach, 77 erst. Ah, ich dachte 74 schon. Alles klar. Ja, da müssen wir mal schauen, was wir als nächstes tun. Ich könnte natürlich locker an der Südgrenze irgendwie einen Krieg anfangen. Und hier dieses Mini-Reich mir schnappen. Irgendwo hier müsste es auch. Ich weiß nun leider gar nicht wo. Hier, da. Der Dimensional Horror. Ja, dazu müssen wir aber die ganze Vulkonklave irgendwie erledigen. Das wäre mir, glaube ich, nicht so recht. System Survey complete. Das finde ich schön. So, hier möchte irgendwie auch immer noch niemand mit uns reden. Ne? Also die Beziehungen normalisieren sich schon ein bisschen. Aber noch nicht so richtig. So, hier gucken wir uns jetzt mal ganz viele Systeme an. Die haben uns schon wieder ausgesperrt. Die wissen wahrscheinlich schon, warum. Aber retten wird sie das natürlich auch nicht. Eine Transportflotte, aha. Ja, da müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie... System Survey complete. ...tatsächlich unsere Mineralienproduktion wieder in Ordnung kriegen. Ja, besonders für den Sektor. Das System Survey also nicht. Complete. Ja. Sind die denn hier alle so... schnell fertig und so. Ach, vielleicht gucken wir uns hier die Singularität an. System Survey complete. Och, Leute. Könnt ihr es nicht alle gleichzeitig machen? So, wo wir gerade dabei sind, werde ich mal ein bisschen eintauschen hier. So, Mineralien würde ich gerne kaufen. Ja, mit der Energieproduktion haben wir jetzt so gar kein Problem. Die Mineralienproduktion. Keine Ahnung, was da abgeht. So, wollen wir eigentlich nochmal? Können wir gerade nicht. Okay. Plus 91. Also unsere Mineralienproduktion kommt in Schwung irgendwie. Ja, wir müssen unbedingt auf Okul Secundus dann gleich einen Raumhafen bauen. Eine eingehende Übertragung von uns? Hä? Okay, mal sehen. Hallo Freunde, vielleicht erkennt ihr mich noch als den Wissenschaftler, der auf Wohl Tucker verschwunden ist. Seid euch gewiss, mein plötzliches Verschwinden war durchaus beabsichtigt. Die Einheimischen hier sehen mich als eine Art Gottheit an und warum auch nicht? Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, diesen wilden, wahren Zivilisation zu bringen. Ja, was ist denn in dich gefahren? Ja, augenblicklich zur Extraktion bereithalten, du bist wahnsinnig. Wir fragen, was mit ihm los ist.
Ich hatte einfach genug von den kurzsichtigen ethischen Bedenken, genug vom Spott meiner Kollegen, vor allem aber hatte ich genug von passiver Beobachtung. Ha, was für ein Unsinn. Es ist unsere Pflicht, uns in primitive Kulturen einzumischen und sie zu führen und zu etwas Nützlichem zu formen. Aus der Ferne beobachtet ist nichts als zu beobachten, ist nichts als eine schändliche Methode, sich um die Verantwortung zu drücken, okay? Und ich heraus, Junge. Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Ich nehme keine Befehle mehr von Leuten an, die unter mir stehen. Ihr hattet freien Zugriff auf meinen Intellekt und was habt ihr getan? Verschwendet habt ihr ihn. Hier werde ich mit dem Respekt behandelt, den ich verdient habe. Mein Zuhause ist jetzt hier. Mit meinem Wissen und den technischen Schaltplänen, die ich mitgenommen habe, werde ich diese Kultur gewaltig nach vorne bringen und zu etwas großem formen. Ja, du bist wahnsinnig, Junge. Im Gegenteil, ich habe mich noch nie klarer gefühlt. Der Tod des Ork-Imperiums ist unvermeidbar. Man müsste blind sein, um die Anzeichen dafür nicht zu sehen. Ja, stimmt, ey. So wie wir uns ausbreiten, sterben wir wahrscheinlich wirklich bald, ne? Oh, es könnte ein Jahrzehnt oder auch ein Jahrhundert dauern, aber euer Niedergang wird kommen. Nachdem ihr euch selbst vernichtet habt, wird die Galaxie den lebendigen jungen Kulturen gehören, wie der, die ich hier gerade aufbaue. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Lebt wohl. Okay. Construction complete. System survey complete. Dann wird er jetzt also bald hier sein eigenes Reich versuchen aufzubauen. Und da sage ich ihm, ja, tu das bitte. Das nehme ich dann gerne ein. Das ist kein Problem. So, der Raumhafen von Oko Prime hat seine Baureihe beendet. Aber da bauen wir direkt noch ein paar Kolonieschiffe, oder? Mit hyperintelligenten Orks. So, auf 2 Jahre erstmal beschäftigt hier. Ich meine, ausgebaut ist das Ding natürlich komplett. So, achso, ja, hier genau. Forschungsschiff. Ach, die Singularität haben wir schon. Das ging ja schnell. Und in Okul haben wir ein Kolonieschiff, das gar nichts zu tun hat. Ja, wir brauchen echt noch einen Raumhafen auf Okul Secundus. Daran sollten wir arbeiten. Wie weit sind denn eigentlich meine Kolonieschiffchen hier? Ja, wo sind die hin? Da sind die. Okay, das ist immerhin schon da, wo es hin soll. Das ist noch unterwegs. Und das, ja, keine Ahnung. Auch noch System unterwegs. Survey complete. Was haben wir hier? Wissenschaftler Grimgor Grimtooth hat eine neue Stufe erreicht. Das finde ich gut. Ach, die Erdem habe ich schon erkundet. Ach, die unten habe ich alles schon erkundet. Ja, na, das ist ja wunderbar. In dem Fall, was mache ich mit meinen Forschungsschiffen? Warum kennen wir die Systeme denn alle schon? Was ist denn da los? Ja, ich würde ja wirklich gerne wissen, wie es hier unten den Pratherin geht. Aber ich habe da, wie gesagt, gar keinen Weg hin. Ja, in dem Fall gut. Zieh dich nach irgendwo zurück. Ja, müssen wir mal schauen. Was wir hier so treiben. Ich würde super gerne, sehr schön, einen Krieg anfangen. So, mal sehen. Oko Secundus müsste eigentlich bald fertig sein. System Survey complete. Ja, super interessant, dass das hier dieselben Symbole einfach sind. Vollkommen blödsinnig. Achso, ich lasse die Zeit einfach weiterlaufen, ne? So, kehrt nach Hause zurück. Mhm.
So, unsere Energieproduktion, Mineralienproduktion, wie gesagt, gut. Im Sektor, die erholt sich auch leicht. Ich glaube, wir sind mit minus 191 gestartet, ne, in die Session, in dieser Aufnahme. Ödlandstrahlung, die Strahlungsniveaus in einigen Ödlandregionen von Tusk scheinen größer als bei unseren vorherigen Scannermessungen zu sein. In mehreren lokalen Siedlungen haben Kolonisten über schlechte Gesundheit geklagt. Außerdem sind die Geburtenzahlen gesunken. Wir unternehmen Schritte zur Evakuierung der beeinträchtigten Region, aber die Maßnahmen werden ihre Zeit brauchen. Worum geht's denn hier überhaupt? Achso, mach mal Pause hier gerade. Task? Ich glaube, ich kann hier gar nichts bauen, oder? Nee. Das ist eine Koloniewelt. Ja, okay, in 3 Jahren hat sich das erledigt. Yay! Ja, hübsch ist da wirklich nicht. So, auf Oco Secundus haben wir eine Kolonie gebaut. Da müssen wir uns jetzt natürlich mal umgucken, ein bisschen bauen. Wir fangen hier an mit dem Kreislaufinstitut. Bauen wir hier unten einen wunderschönen ein Symbol der Einigkeit, meine ich. Und hier bauen wir einen Tempel. Da müssen wir sonst noch was bauen. Ich würde ja gerne eine Grenzkolonie oder sowas errichten. Eine Grenzklinik, damit wir da einfach ein bisschen schneller wachsen. So, ein paar Bergbaunetzwerke. Und ja, das war's zumindest erstmal. Sollen die erstmal alles bauen und besetzen und dann schauen wir. Achso, nee. Das war es natürlich noch nicht, denn Oco Secundus braucht natürlich auch einen Raumhafen. In 12 Monaten. Nun gut. System Survey complete. Okay, dann kommt zurück nach Hause, kleines Schiffchen. System Survey complete. Ja, blöd halt, dass wir zwischen den Kriegen immer so viel Zeit vergehen lassen müssen. Und hier müssen wir bestimmt noch 2x Krieg führen, um die zu erledigen. Mal schauen. Oh, unser Energiespeicher ist schon wieder voll. Dann wird es Zeit, unsere Mineralienspeicher so ein bisschen aufzufüllen hier. Ja, ich weiß auch nicht. System Survey complete. Colonization in progress. Mir da wirklich so einen Knopf wünschen, um automatisch überschüssige Ressourcen einfach umwandeln zu können, weil man Zugang hat. Dafür würde ich dann sogar eine schlechtere Konversionsrate aufnehmen. Ja, schön. Hier wird kolonisiert überall. Guck mal, unser Einflussspeicher ist auch voll. Wie lange dauert denn das noch, bis wir hier die Regierung reformieren können? 78 erst. Ein aktives Gebäude, jo. Ja, und 77 können wir hier wieder Krieg erklären. Ja, mal gucken, was das hier wird mit den Kolonien. Ich hoffe, das wird fantastisch und gut. System Survey complete. Eigentlich könnte ich ja sofort schon mal noch eine Welt zur Kolonisierung freigeben, oder? Vielleicht hier unten irgendwas. Ja, Dearum zum Beispiel. Ist hier noch eine zweite Welt? Nee. So, dann sage ich einfach kolonisieren. Wir nehmen hier die von Crackfang. Und setzen die
Ja, direkt hier ab. Ach, vielleicht hätte ich zuerst so Mineralienreiche. Welten mir aussuchen sollen, oder? Wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Wie viele Kolonieschiffe habe ich denn noch? 3 habe ich noch. Ja, da kann ich doch locker noch ein bisschen kolonisieren hier. Guck mal, haben wir denn hier irgendwie eine Welt? Ja, hier gibt es zumindest ein bisschen Mineralien, auch wenn die sonst gar nichts hat. So, ja, dann nehmen wir einfach die, die hier nirgendwo andocken können. Ich hätte ja gerne irgendwie 2 in der Nähe, aber das wird nicht passieren, also einfach hier hin. Es gibt hier Friedensangebot, die Okla und die Tabadoran, oder würde ich gerne mal gucken gerade, wie sich das jetzt hier verändert hat. Ja, kaum wahrnehmbar. Sieht eher so aus, als wenn die Tabadoran sich ein bisschen was zurückerobert haben. Okay, ach Leute, bleibt doch ruhig. Research complete. Oh, das höre ich gerne. Schaden, Kinetik, Waffen plus 5, okay, ultradichte Geschosse und selbst die stärksten Schutzschilde durchdringen. Geil. Jägergeschwader, Trefferpunkte, Hülle, okay. Gebäudebaugeschwindigkeit ist vielleicht eine ganz nützliche Sache. Den Rest brauche ich jetzt nicht unbedingt, glaube ich. 117 Monate, echt jetzt? Boah. Ja, wir brauchen für alles super lang irgendwie im Moment so. Baranik haben wir gerade schon besiedelt. Oh, das hier sieht ein bisschen nach Mineralien aus. Mal schauen, wenn ich mich hier hinsetze, habe ich halt als Nachbarfeld genau ein Feld ohne Bonus. Was natürlich nicht so clever ist, weil ich nur 2 Felder ohne Bonus habe, die ich natürlich beide gerne zubauen würde. Aber die sind halt immer so dumm benachbart mit den Feldern, die ich gerne benutzen würde. Also müssten wir hier irgendwo. Aber ich suche mal, ob ich irgendwo wirklich einen rohstoffreichen Planeten habe. So, Mineralien sind irgendwie knapp, ne? Die Energieboni sind meistens viel mehr als die Mineralienboni. Der hier wäre vielleicht ganz interessant. Gibt's hier nicht? Ich habe doch so einen Expansionsplaner. So, und kann ich mir das jetzt hier irgendwie... Aha, da haben wir es doch. Auf diesem Planeten gibt es übermäßig viel leichtabbaubare Mineralien und Erze. Na, seht ihr. Das ist doch perfekt, ne? Abon, Halangs, das sind so Welten. Da können wir was machen. So. Schnappen wir uns hier einfach ein. Wohin mit dir? Hier habe ich ein Feld ohne Bonus, tatsächlich nur auf dem Planeten. Wäre geil, wenn ich 2 haben könnte.
Ja, ich denke hier hin, oder? Da habe ich zwei Mineralienfelder direkt nebenan. Zwei gute Mineralienfelder. So, was gibt's hier? Zufriedenheit, Migrationsaktivität, natürliche Schönheit. Ja, die 13er Welten hier werde ich auch gleich mit besiedeln. Oh, wie sieht's denn hier aus? Interessant. So, und Hallax nehmen wir auch noch mit. So, und da haben wir noch ein Olles Orkschiff. Das könnte ich eigentlich mal direkt zerstören. Das will ich sowieso nicht benutzen. Oh ja, hier drüben. Das sieht hübsch aus. So, da muss ich jetzt direkt mal gucken nach meinen Kolonieschiffen. Irgendwo habe ich hier noch eins, was gerade nichts tut. Angeblich. Ach, es ist ein Sektorschiff. Okay, gut, dann werde ich das einfach ignorieren. Alles klar. So. Also, wir besiedeln jetzt hier ein paar rohstoffreiche Planeten, damit die da wieder ein bisschen in Schwung kommen. Also, wir entwickeln uns positiv. Ja, hier geht es wieder richtig ins Negative rein. Ich weiß aber nicht, was sie tun. So, was haben wir denn hier? Überlebende Infrastruktur, okay. Schon wieder. Die Infrastruktur, die den großen Atomkrieg auf Tusk überstanden hat, bietet unseren Kolonisten große Vorteile. Die Alien-Zivilisation, die einst hier lebte, während ihre größeren Bevölkerungszentren mit Autobahnen, von denen einige noch immer in so gutem Zustand sind, dass wir sie benutzen können. Was? Ach, verbannt ihre. Sorry. Von den vielen in der Landschaft verstreuten Ruinen konnten wir eine große Menge an Baumaterial bergen und damit die Infrastruktur unserer Kolonie zusätzlich verbessern. Oh cool. Baukostenplanetar minus 10. So, und jetzt stelle ich fest, ich bin schon wieder über die Zeit jetzt, dadurch, dass ich da halt so gesucht habe. Mineralien werden wir vorher noch kaufen. Dann werde ich hier gerade noch ein paar Mineralien auf meinen Sektor umverteilen. Ich gebe mir einfach gleich 5000 Mineralien, dann schauen wir in der nächsten Folge mal, was sie damit anfangen. Ob die dieses Defizit langsamer ausgleichen können. Aber die haben schon wieder Nahrungsmangel auch, ne? Boah. Wieso haben die schon wieder Nahrungsmangel? Irgendwas machen die da immer komplett falsch. Und ich weiß nicht, was. So, okay, alles klar. Das war's für heute, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Oh, inzwischen haben wir hier richtig gute Aufklärung von den Okla. Ja, wenn wir mal schauen, ob wir hier unsere Mineralienproduktion für den Sektor irgendwie gerettet bekommen. Macht's gut und bis dann. Ciao.